Hi, ich bin Ilka von Zierstoff und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr dieses wunderschöne Kleid Annika nähen könnt. Das könnt ihr in taillierter oder in leicht ausgestellter Form nähen und entweder hier mit Kragen oder eben auch mit Beleg. Kommt mal mit mir ran an die Nähmaschine, ist gar nicht so schwer und dann zeige ich euch, wie es geht. Ihr könnt das Kleid einmal mit einer A-Linie zuschneiden oder dann ist hier auch noch eine Linie drin für eine taillierte Form. Und hier im Schnitt ist auch nochmal eine Linie, und zwar an der Hüftlinie. Die habe ich dann den Schnitt an der Linie auseinandergeschnitten und habe dann praktisch an beiden Seiten 1 cm Nahtzugabe dazugegeben, weil ich hier eine Teilungsnaht haben möchte. Und deswegen nähe ich jetzt auch im ersten Schritt die zwei Teile hier rechts auf rechts zusammen. Ich habe mir jetzt hier einen geraden Stich eingestellt und habe mir ein Seraflex-Garn eingesetzt. Das ist ein elastisches Garn. Und das zeige ich euch jetzt gleich, wie schön elastisch diese Naht dann bleibt. Und dann nähe ich die zwei Teile jetzt hier rechts auf rechts zusammen. Ja, wunderschön elastisch, da reißt nichts. Also das ist ein ganz normaler, gerader Stich. Haben wir in verschiedenen Farben im Shop. Guckt euch das mal an. Und damit habt ihr jetzt hier eine Teilungsnaht. Und wer die jetzt noch ein bisschen plastischer haben möchte, der kann sich dann die Nahtzugabe entweder nach oben oder nach unten, also nach oben hin abstecken. Das mache ich jetzt mal. Das heißt, ich lege mir das jetzt hier drunter, lege mir die Nahtzugabe nach oben. Der Stoff ranzt nicht aus, das heißt, hier muss ich nicht säubern. Und dann nähe ich die Nahtzugabe hier einmal knackkantig ab. Ich habe jetzt hier das Rückenteil zugeschnitten, auch hier mit der Teilungsnaht. Ihr könntet rein theoretisch auch nur die Teilungsnaht vorne machen, wobei ich es eigentlich jetzt auch schöner finde, wenn das bei beiden ist. Und dann schließe ich auch hier wieder die Naht und steppe mir das Ganze ab. Damit habe ich die Teilungsnaht geschlossen und jetzt lege ich Vorderteil und Rückenteil rechts auf rechts aufeinander und schließe erstmal hier die Schulternähte. Also auch hier ganz klassisch wieder mit dem geraden Stich. Das elastische Garn ist wirklich eine tolle Sache. Und man braucht auch gar nicht so viel Garn, weil man ja nur gerade Nähte näht. Ich habe jetzt die Schulternaht hier abgesteppt und auch die Nahtzugabe in Richtung Rückenteil gelegt. Und jetzt habe ich hier meinen Armausschnitt und meinen Ärmel. Und da habe ich eben im Rückenteil bzw. im hinteren Ärmel ein Knips, in der Mitte ein, der trifft auf die Schulternaht, und vorne zwei Knipse, die auf das Vorderteil trifft. Und jetzt stecke ich die drei Punkte zusammen, also rechts auf rechts. Das heißt, ich lege mir den Ärmel so auf. Und dann kann ich mir das jetzt stecken oder beherzt hier einlegen. Ich habe jetzt schon ein paar Ärmelchen von uns da reingenäht. Deswegen lege ich das jetzt direkt unter die Maschine und nähe auch den Ärmel mit einem geraden Stich ein. Ich habe das immer ganz gerne, dass der Ärmel unten liegt. Und dann nähe ich das jetzt hier rundherum auf und dabei treffen meine Knipse eben passgenau aufeinander. Der Ärmel ist jetzt eingenäht. Und jetzt lege ich den Ärmel sozusagen rechts aufeinander und schließe meine Seitennaht bis runter. Das ist ein langes Kleidchen, ne? Da muss man einmal kurz gucken. So, und dann muss ich eben darauf achten, dass meine zwei Teilungsnähte hier entsprechend aufeinander liegen. Der Ärmelansatz, und dann kann ich mir das jetzt feststecken und dann nähe ich das Ganze hier in einem Schwups vom Ärmelsaum bis zum unteren Saum in einem durch. Die Seitennaht ist jetzt geschlossen und jetzt habt ihr bei dem Kragen zwei Varianten. Entweder macht ihr einen Schalkragen oder einen Beleg. Beim Beleg, das erkläre ich jetzt nur in der Theorie, der wird eben zugeschnitten, dann wird der rechts auf rechts zusammengenäht, hier an der Schulter, und dann wird der Beleg sozusagen bündig hier aufgenäht. Da gibt es auch noch ein anderes Video, da verlinken wir deine Videobeschreibung. Das ist jetzt eigentlich keine große Geschichte. Wir nähen jetzt diesen Schalkragen auf. Kragen. Wir nähen jetzt den Kragen auf. Und zwar nähen wir den zuerst hier hinten rechts auf rechts an dieser kurzen Seite zusammen. Den habe ich zweimal zugeschnitten und dann machen wir gleich weiter. Ich habe jetzt die Naht geschlossen. Jetzt gibt es hier einen Knips im Kragen, der trifft auf die Schulternaht. Also der ist unten und das ist die obere Seite. Das heißt, ich lege mir jetzt einen Schalkragen auf rechts und stecke ihn jetzt in den anderen Schalkragen rechts auf rechts rein, dass die beiden Krägen mit der rechten Seite aufeinander liegen und nähe dann die obere Seite. Also hier unten ist der Knips
Ich nähe jetzt die obere Seite rundherum zusammen, klappe hier die Nahtzugaben entsprechend auseinander, dass die Naht hier hinten schön flach wird. Und dann nähe ich das einmal rundherum durch. Die Seite ist fest, also abgenäht. So, dann klappen wir das auseinander und dann sieht das so aus. Und jetzt stecken wir den Innenkragen in den Außenkragen. Ihr könntet ja auch hier zwei verschiedene Stoffe nehmen und da so ein bisschen mitspielen. So, dann bügeln wir jetzt die obere Seite einmal aus. Und zum Verständnis, der Kragen, das hier ist die hintere Mitte. Also vorne ist der, also hier vorne ist er höher als hinten und er wird ja dann später so hier runter geklappt. Und jetzt könnt ihr, so sieht es dann später aus, ne, das ist ja der Halsausschnitt. Und jetzt könntet ihr dann sagen, ich möchte vorne mittig zwei Ösen haben. Und zwar so, dass ich sie außen dann später habe. Oder ihr könnt auch sagen, ich verzichte komplett und mache mir praktisch nur den Kragen. Ich würde jetzt hier zwei Ösen aufnähen, um das nochmal zu zeigen. Das heißt, ich markiere mir jetzt hier vorne die vordere Mitte und gehe dann praktisch zu gleichen Abständen hier links und rechts und nehme hier die Öse auf. Jetzt habe ich mir den Kragen ausgebügelt. Ich schlage ihn nochmal um. Na, hier hinten ist die hintere Mitte. Und jetzt habe ich hier meine Ösen. Und jetzt kann ich entscheiden, wie möchte ich denn die Ösen haben. Eine schöne Idee ist auch, die Ösen einfach schräg zu setzen, also auf eine Seite. Und logischerweise muss ich jetzt darf ich jetzt die Öse nur auf die Stoffseite hier außen drauf nähen, nicht durch beide durch. Das heißt, entweder markiere ich mir das jetzt, die kann ich jetzt schlecht stecken. Das heißt, ich gehe jetzt hier durch. Nehme jetzt die Stofflage, so wie ich es später haben möchte. So, dann entscheide ich, wie viel vom Rand möchte ich da weggehen. Eigentlich sollten wir bei dem Patch so relativ nah an den Rand gehen. So, und jetzt lege ich diese Stofflage hier ein, also ohne die untere. Und dann nähe ich diesen Patch hier auf. Jetzt habe ich mir ein schwarzes Garn oben eingesetzt, dass man die Naht nicht sieht. So, und entweder setzt ihr euch jetzt ein Reißverschlussfüßchen ein, aber ich finde, es geht hier genauso mit. Und dann nehmt ihr die Öse hier auf, Nadel stecken lassen, das Ganze drehen. Ich muss immer gucken, dass da nichts verrutscht. So. Und dann schiebe ich das jetzt hier durch. Und das Ganze mache ich jetzt rundherum. Ich habe jetzt meine zwei Ösen hier drauf. Und also mein Ösenpatches ist eine schöne Sache für alle die nicht gerne selber Ösen einschlagen. Und jetzt schneide ich von innen einmal die Öse frei. Also nicht ganz so weit an den Rand schneiden. Es geht ja nur darum, dass man es von außen dann nicht sieht. So, gut, muss keinen Schönheitspreis gewinnen. Und dann ziehe ich mir die Kordel mit der Sicherheitsnadel einmal ein. Ich habe jetzt die Kordel mit der Hand eingezogen. Ihr braucht natürlich jetzt keine Sicherheitsnadel. Also da rein, rum, da raus. Dann habe ich mir die Kordel jetzt schon oben, dass die hier an dem oberen Rand liegt, so reingelegt. So, hier muss es noch ein bisschen besser machen. Und jetzt wird praktisch hier einmal rundherum abgesteppt. Da die Kordel ja hier rauskommt, könnt ihr ab hier anfangen, weil die rutscht ja später nichts mehr raus. Also ihr könnt ab hier auf der Höhe von dem Patch anfangen, den Tunnel hier abzusteppen. So, also je nachdem, wie gut ihr da auch hinkommt mit dem Füßchen. Und dann müsst ihr einfach nur darauf achten, dass die Kordel hier drinnen liegt. Aber das ist eigentlich auch breit genug. Und dass die Naht logischerweise sich da nicht groß was verschiebt. Und dann könnt ihr das vorher auch noch mal so stecken, aber ich nähe das jetzt mal beherzt hier zusammen und rundherum einfach ab. Den Tunnel habe ich mir jetzt abgesteppt und jetzt müssen wir beim Annähen nur darauf achten, dass ich dann auch die Seite so annähe, dass der Kragen später, wenn er umgeschlagen wird, so liegt. Also bei rechts auf rechts müssen wir jetzt einmal logisch mitdenken. Die Kordelenden kann man auf verschiedene Arten versäubern. Da verlinke ich hier ein Video dazu. Da haben wir extra mal ein Video gemacht. Da gibt es nämlich ganz verschiedenste Variationsmöglichkeiten.
Und ja, jetzt gehen wir an den Halsausschnitt und markieren uns erstmal im Vorderteil und im Rückenteil vom Kleid die hintere Mitte und markieren uns hier auch nochmal den Punkt gegenüber der Naht, also sprich die vordere Mitte von dem Kragen. Für alle, die jetzt nicht viel mitdenken wollen, ich habe mir jetzt, also so soll es später sein, das ist praktisch meine rechte Seite. Hier ist meine rechte Seite Kleid und hier habe ich mir jetzt die vordere Mitte markiert und jetzt nehme ich praktisch diese Seite und lege sie rechts auf das Kleid hier auf. So, und die zwei Punkte. Und den Punkt stecke ich mir jetzt fest und dann ist der Rest nämlich logischerweise selbsterklärend. So, da muss man mich jetzt gar nicht irgendwie groß hin und her überlegen. Und jetzt habe ich den Kragen. Dadurch, dass ich den jetzt nicht rumlegen kann, ziehe ich mir einmal das Kleid da raus. Also ich drehe das jetzt einmal. Den Punkt habe ich ja festgesteckt, da ist ja nichts dran gekommen. Jetzt liegt der Kragen. Ups, habe ich es jetzt. Außen das Kleid, der Halsausschnitt liegt jetzt innen. Und jetzt stecke ich mir die hintere Mitte aufeinander und im Kragen habe ich ja vorhin erwähnt, der eine Knips, der auf die Schulternähte trifft. Und diese vier Punkte, die stecke ich jetzt einmal aufeinander. Und dann bin ich sicher, dass ich das Kragenteil mit den Ösen richtig angenäht habe. Wenn ihr keine Ösen habt, entfällt dieses komplizierte Denken natürlich. Dann ist es gerade kupfig gesprungen, wie ihr das Ganze annäht. Ne? Also diese vier Punkte. Und jetzt hier nochmal gucken. Die Ösen liegen sozusagen dann, wenn man es so hat, so auf dem Kleid drauf. Später hochgeschlagen und nach unten geklappt. Jupp, also gerader Stich, auch hier. Ich starte an der hinteren Mitte und nähe das Ganze rundherum einmal auf. Kragen ist aufgenäht und wenn ich ihn dann später rumschlage, sieht das hier sehr schön aus. So, jetzt bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als am Ärmel und am Saum die Nahtzugabe nach innen einzuschlagen, also vorher das Kleid nochmal anzuprobieren, die Nahtzugabe nach innen schlagen. Wer jetzt auch hier, also Anprobe lohnt sich, weil wenn du jetzt einen sehr dünnen Stoff hast und sagst, okay, ich möchte hier den Ärmel noch alles ein bisschen schmaler haben, kannst du natürlich hier problemlos auch noch ein bisschen weiter wegnehmen und da entsprechend parallel entlang nähen. Bei dem dickeren Jacquard und auch Romanitstoffen, wo wir schon vernäht haben, ist es aber sehr schön, wenn das jetzt nicht alles knatscheng liegt. So, also auch hier wieder gerade Stich an den Armen und dann einmal die Nahtzugabe drumherum einnähen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, dann gebt mir gerne ein Like, abonniert doch unseren Kanal und damit kann ich nur sagen, viel Spaß beim Nähen.